Wie habt ihr die Urteile, Verkündung von Magdeburg gefunden? Wir halten das Urteil für falsch. Das Urteil hat verschiedene Fehler. Der eine Fehler ist, dass nicht wegen Freiheitsberaubung mit Todesfolge verurteilt worden ist. Das Gericht ist selber davon ausgegangen, dass Uriallo zu Unrecht festgenommen worden ist. Es gab keinen Grund für eine Festnahme, es gab keinen Grund für eine Identitätsfeststellung, die den Regeln der Strafprozessordnung folgt. Es gab keinen Grund, ihn mit in die Polizeirevierwache zu nehmen. Es gab keinen Grund, ihn in die Zelle Nummer 5 zu sperren und es gab schon gar keinen Grund, ihn zu fesseln. Das alles sieht das Gericht auch so, aber das Gericht meint, dass die Informationen zwischen den festnehmenden Polizeibeamten Merz und Scheibe auf der einen Seite und dem Angeklagten Schubert auf der anderen Seite nicht so gut gewesen sei, dass Herr Schubert genau gewusst habe, wie denn die Voraussetzungen der Festnahme sind und ob die Voraussetzungen für eine Festnahme und Identitätsfeststellung vorliegen oder nicht. Es hat zum Zweiten erklärt, dass es davon ausgeht, dass der Angeklagte Schubert den Richtervorbehalt nicht gekannt hat. Es ist ein Verfassungsrecht für jeden Bürger dieses Staates, dass wenn er von staatlichen Stellen festgenommen wird, dass wenn er in Gewahrsam oder in Haft behalten wird, dass dann ein Richter eingeschaltet werden muss. Das ist das ABC für jeden Polizisten. Wenn ein Gericht davon ausgeht, dass ein Polizist das gar nicht weiß, dann muss es gute Gründe dafür haben. Das Gericht ist deshalb davon ausgegangen, weil es zu der Überzeugung gekommen sein will, dass alle Dienstgruppenleiter, die gehört worden sind, mit Richtervorbehalt nichts anzufangen wussten und dass darum auch der Angeklagte nicht in Kenntnis war, was Richtervorbehalt überhaupt ist. Das finde ich einen gewagten Schluss, der so nicht nachvollziehbar ist. Jeder weiß, dass alle Polizeibeamten den Richtervorbehalt als ganz wesentliche Grundlage ihrer Arbeit geradezu eingebläut bekommen. Es kann nicht sein, dass er den Richtervorbehalt nicht gekannt hat. Es kann sein, dass man im Polizeirevier Dessau den Richtervorbehalt grundsätzlich nicht berücksichtigt hat. Das kann aber kein Grund für eine Entlastung des Angeklagten sein, sondern das ist einfach eine unglaubliche Geschichte, wenn es so war. Und das wiederum bedeutet keine Entschuldung des Angeklagten Schubert, sondern es bedeutet, wenn er stets diesen Richtervorbehalt nicht beachtet hat, dass es umso schlimmer ist, dass er es auch diesmal nicht gemacht hat und dass es diesmal dazu geführt hat, dass Uriallo gestorben ist. Wir sind nicht nur mit dem Urteil nicht zufrieden, sondern wir waren auch mit der Bescheidung unserer vorherigen Anträge nicht zufrieden. Wir hatten vor dem Urteil beantragt, dass der Brandsachverständige mit weiteren Ermittlungen beauftragt wird. Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Computersimulation als Mittel zur Aufklärung des Falles nicht geeignet ist. Wir haben uns ein halbes Jahr mit der Computersimulation beschäftigt. Wir haben immer gesagt, dass das uns keinen Schritt weiterführen wird. Am Schluss hat sich gezeigt, dass es uns nicht weitergeführt hat. Es ist genau das bei rausgekommen, was man am Anfang eingegeben hat. So ist es bei der Computersimulation. Wir haben von Anfang an gefordert, dass eine vergleichbare Versuch aufgebaut wird, auch eine Mehrzahl von Versuchen durchgeführt wird, mit einem Schwein, was auf eine Matratze gelegt wird, und dass mit und ohne Brandbeschleuniger Versuche gemacht werden, um verschiedene Dinge festzustellen. Festzustellen, ob die Matratze dann auch so verbrennt, wie sie hier verbrannt ist, ohne Brandbeschleuniger. Oder ob sie nur mit Brandbeschleuniger so verbrennt, wie sie hier verbrannt ist. Wir haben von der Gerichtsmedizin drängende Fragen aufklären wollen. Warum hat Uriallo kein Noradrenalin im Urin gehabt? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Noradrenalin entsteht im Nebennierenrindenmark und wird innerhalb von kürzester Zeit, nachdem sich jemand aufregt, in die Blase transportiert. Das bedeutet, dass bei Uriallo, wenn er sich aufgeregt hätte, bevor er Feuer, Ruß, irgendwas eingeatmet hat, dass er auf jeden Fall in Panik gewesen sein muss, dass er aufgeregt gewesen sein muss und dass sich dann, das ist ein zwanghafter Vorgang im Körper, dass er dann auch dieses Noradrenalin
hätte bilden müssen, was dann hätte nachweisbar sein müssen in der Leiche. Das war es aber nicht. Wir gehen davon aus, und wir haben dazu noch Anträge gestellt, dass man feststellt, ob Uri Jalloh in dem Moment, als das Feuer begonnen hat, möglicherweise bewusstlos gewesen ist. Nach unserer Überzeugung, die wir gewonnen haben aufgrund der Beweisaufnahme, spricht dafür sehr viel. Der Brandausbruchsort nämlich soll ganz woanders sein als da, wo Uri Jalloh hinterher lag. Der Gerichtsmediziner hat aber erklärt, dass da, wo Uri Jalloh lag, er auch gestorben ist. Wenn er jetzt selber irgendein Feuer gelegt hätte, dann wäre es völlig ausgeschlossen, dass er vom Brandausbruchsort dorthin kommt, wo er gelegen hat und gestorben ist. Das alles sind Dinge, die aufzuklären sind, die hätten aufgeklärt werden müssen. Das Gericht hat entschieden, dass es dieser Aufklärung nicht mehr offen gegenübersteht, sondern hat alle unsere Anträge abgewiesen mit sehr kurzen Begründungen, muss man sagen, obwohl eigentlich klar geworden ist, dass nach relativ langer Zeit, nämlich nach 2 Jahren, wir wieder an einen Punkt kommen, der wirklich eine weitere Aufklärung hätte versprechen können. Und das ist das Unglückliche an diesem Verfahren, dass das Urteil gesprochen worden ist, ehe alle Anstrengungen unternommen worden sind, um die sich aufdrängenden Fragen zu lösen. Ich habe eine andere Frage. Ihr habt ja eine Revision angelegt. Das heißt, der Prozess also weiterläuft. Was erwartet ihr vom Bundesgerichtshof? Wir erwarten, dass der Bundesgerichtshof erkennt, dass die Argumentation, die die Kammer jedenfalls im mündlichen Urteil vorgetragen hat, wenn das dem entspricht, was im schriftlichen Urteil steht, das Urteil schon deshalb aufhebt, weil nicht wegen Freiheitsberaubung mit Todesfolge verurteilt worden ist. Dass es nämlich eine Freiheitsberaubung war, was am 7.01.2005 gegenüber Uri Jalloh geschehen ist, das ist, glaube ich, allen klar. Die Frage des Gerichts war nur, ob subjektiv dem Angeklagten das auch klar war. Da, glaube ich, kann man nicht die Entschuldigungsgründe hernehmen, die das Gericht sich überlegt hat. Darum glaube ich, dass der Gerichtshof diesen Punkt jedenfalls sehr genau prüfen wird, an dem Punkt möglicherweise bereits eine Aufhebung des Urteils notwendig werden wird, weil man nicht alles getan hat, um sich wirklich klar darüber zu werden, dass der Angeklagte Schubert nicht wusste, warum Uri Jalloh mitgenommen worden ist. Er hat die Pflicht, sich darüber zu informieren. Und es ist auch nicht glaubhaft, wenn irgendjemand sagt, er hätte sich nicht darüber informiert. Er war derjenige, der als erstes die Eintragung im Gewahrsamsbuch gemacht hat über die Festnahme von Uri Jalloh zum Zwecke oder Gewahrsamnahme von Uri Jalloh zum Zwecke der Identitätsfeststellung. Das alles sind Dinge, die nicht ausreichend aufgeklärt worden sind, und darum gehe ich davon aus, dass der Bundesgerichtshof feststellen wird, dass die Darstellung des Falles nicht nachvollziehbar ist für die Schlussfolgerung, die das Gericht getroffen hat. Okay, Dankeschön.